Ich finde das ziemlich schlechte Idee. Wenn man drüber nachdenkt, ist es vielleicht gar kein schlechter Vorschlag. Keine Hausaufgaben mehr? Gute Idee oder totale Grütze? Hausaufgaben sind ja gut, ne? Dass sie daheim auch was lernen und mit was in die, von der Schule mitnehmen. Die ehemalige Schülerin in mir wird es natürlich befürworten. Man hatte wenig Lust nach der Schule, sich unbedingt noch mehr damit zu beschäftigen. Ich halte das für Unsinn. Hausaufgaben gehören zum Geschäft. Man muss lernen, selbstständig zu arbeiten. Es gibt Kinder extra Gelegenheit zu üben und zu... Und nach vorne zu kommen. Die linken Politikerin Janine Wissler sagt, Hausaufgaben sind das Gegenteil von Quality Time für Familien. Eltern kommen müde von der Arbeit nach Hause und haben längst noch keinen Feierabend, weil sie dem Kind bei den Hausaufgaben helfen müssen. Das sei anstrengend für die Eltern und könne zu einer Überforderung führen. Das ist tatsächlich so, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, dann noch sich wieder in 6., 7. Klasse Mathe reinzuschaffen, ist, stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Zuerst ist es nicht eine Belastung mit den Kindern, die Kinder zu helfen und weiterzubringen. Ja, also das ist wirklich kein Grund. Also ich fand Hausaufgaben damals auch nicht so geil, aber irgendwie machen sie ja schon Sinn, oder nicht? Ich finde, viel mehr Hausaufgaben können dazu beitragen, dass die Schülerinnen und Schüler in der Schule Gelerntes nochmal wiederholen können, vertiefen können und ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten ausprobieren können. Das heißt, wenn man es schafft, mit den Hausaufgaben den Kompetenzerwerb der Schülerinnen und Schüler zu steigern, dann erachte ich sie definitiv als sinnvoll. Als Alternative zu den klassischen Hausaufgaben empfiehlt Jan Diener: Wir haben zum einen ich würde mal sagen, annähernd flächendeckendes Konzept der Ganztagsschulen in Hessen, sodass auch da die Möglichkeit besteht, unter Aufsicht oder in Begleitung von Pädagogen oder pädagogischen Fachkräften die Hausaufgaben bereits im Rahmen der Schulzeit zu erledigen, sodass auch die Erholungszeit und die Freizeit zu Hause nicht zu kurz kommen, Rückfragen geklärt werden können und die Schülerinnen und Schüler da nicht alleine sind. Hausaufgaben abschaffen und alle Schülerinnen und Schüler so: Ja! Janine Wissler sagt auch, dass das Outsourcen von schulischen Aufgaben in die Familie die Spaltung im Bildungssystem vertiefe, weil dann das Bildungsniveau der Eltern darüber entscheidet, wie gut die schulischen Aufgaben erfüllt werden. Sie empfiehlt stattdessen, eigenverantwortliches Lernen und Üben in den Ganztagsschulbetrieb einzuplanen. Alternative Ganztagsschule, definitiv eine gute Idee. Allerdings finde ich, dass man da die auch menschliche Entwicklung, emotionale Entwicklung der Schüler noch mehr in den Vordergrund rücken müsste. Ja, ist eine Option, wenn man eben in die Richtung Erziehung geht und halt eben sagt, dass man auch nicht den ganzen Tag mit nur Bildung oder direkter Frontalbildung beschäftigt ist. Wenn Ganztagsschule, dann aber auch mit einer echten Lehrkraft, die auch wirklich helfen kann und nicht nur guckt, dass die Kinder da irgendwie sitzen und auf irgendwas rummalen. Wie erinnern sich die Frankfurter aber an ihre eigenen Hausaufgaben? Schwierig, weil ich habe nie die Hausaufgaben gemacht. Dieses späte Sitzen bis abends 22 Uhr mit Geheule und mit Geschrei, was dazu geführt hat, dass dann eben der Haussegen halt gerade mal schief hängt, das ist schon, hat sich eingebrannt, ja. Also das hat man sogar noch so bildlich vor Augen. Ich habe auch manchmal abgeschrieben. Ja, doch, doch, doch. Also ich weiß, die Hausaufgaben haben mich immer genervt, Spaß hat es nie gemacht, aber... Und ich glaube, wenn man die Kinder fragt, wären die immer für eine Abschaffung, aber keine Ahnung, ex post verwischt das immer. Also heute würde ich sagen, so schlimm war es nicht.